Das Mal haben wir schon Anfang Juni die Imkerfamilie besucht. Weil die Eltern nicht daheim sind, tünten Kevin und Nicole, 15 und 13 Jahre alt, selber ein Schwarm Bienen einfahren. So ein Bienenschwarm gehört in niemandem. Der, der ihn einfährt, ist der Besitzer. Wichtig ist, wenn man einen Schwarm einfährt, dass die Bienenkönigin auch in die Kiste geschüttelt wird. Nach 6 Jahren Kanada stehen schon 4 Ross auf der Weide. Es sind billige Rasenmäher. Mit dem neuen Trax und mit über 600 leeren Kisten geht es zu verschiedenen Yards.
Das heisst, ein Platz, wo 30 bis 40 Bienenvölker stehen. Heute wird gesplittet und Kisten aufgesetzt. Die zwei untersten Kisten bleiben Sommer und Winter verrossen. Dort lebt die Königin mit ihrem Hofstaat und der Brut. Auf die zwei untersten Kisten kommt ein Gitter drauf. Die Königin, die grösser ist als Bienli, kann nicht durchs Gitter, nur Bienli. Und so ist die Königin gezwungen, ihre Eier nur in der untersten zwei Kisten zu legen. Nur ein kleiner Teil von diesen 1000 Bienenvölker werden gesplittet. Das heisst, das Bienenvolk wird geteilt und bei einem Volk wird eine neue Königin eingesetzt. Die Königinnen werden meistens von Hawaii eingekauft. Auch bei diesen paar Menschen geht es zu wie in einem Bienenhaus. Aber auch hier hat jedes seine Aufgabe und Arbeit. Die ganze Familie Meier und ein Arbeiter sind im Einsatz. Der Raps kommt zum Boden aus und bis in zwei Wochen sollte er blühen. Bei diesen kurzen Sommer wächst alles viel schneller. Heute haben wir nur 4 Yards, also Bienenplätze, geschafft. Dieses Jahr hat der Thomas nur noch 24 Yards mit 1000 Bienenvölkern. Das Essen schmeckt nach dieser anstrengenden Arbeit doppelt so gut. Ja.
Die violetten Herdöpfel sind fast noch besser als die weißen. Maybe she was coming back for a good breakfast, or on the way for a good breakfast. Inner 2 Wochen haben wir 17 Bienenschwärme eingefangen. So ein Schwarm hat ungefähr einen Wert von 100 Franken. Sind sie gar voll dabei? Weil 2 Rämmchen weit auseinanderstehen, mache ich die Bienen eine Brücke. Und das natürlich im Dunkeln. An einem oben beim Heimfahren sehen wir noch einen Schwarm. Da heisst es natürlich sofort einfahren, bevor sie weiterfliegen. Wir haben keine Anzüge bei uns. Wegen dem wollen wir hier den Schwarm gleich noch einpacken. Natürlich habe ich dabei wieder einen Stich verwischt. Thank you.
Der neu eingefangene Schwarm tun wir beim nächsten Jahr vorläufig absetzen. Anderen Tag fängt es wieder von vorne an. Halt! Nein, so geht das nicht mehr. Heute wird eine Pause eingelegt. Das private Schwimmbad verleitet einem zum Baden. Die Quelle für das Schwimmbad ist auch schon am Austrocknen. Nach dem Baden wird das Wonderland, das Baumhaus, besucht. Wo ist es? Versteckt im Wald? Wenn man gut klettern kann, schwindelfrei und nicht seekrank wird, kann man hier oben auch übernachten. Nach 3 Wochen Kanada gehen wir mit vielen neuen Eindrücken heim und dabei haben wir viel Neues wieder gelernt und gesehen.